Hallo, ich nehme jetzt einen neuen Part auf und das neue Audacity Update ist leider sehr doof, denn wenn ich versuche etwas Neues aufzunehmen, führt es die Spur weiter. Man kann es umgehen, aber was ich auch getan habe, und jetzt mache ich einfach weiter. Du bist also Nilk, man hört, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Okay. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das einfach mal. Oh, jetzt habe ich die falschen Pokémon vorne. Ja, ich wollte übrigens noch sagen, dass ich ab jetzt zu Ikun im Team habe. Das war's schon. Das war's mit der Folge. Mann, okay, das war nicht lustig. Mach es halt auf die Art. Nee, bitte. Sie greift trotzdem an. Komm, was ist schon dabei, trotzdem anzugreifen? Hariyama ist so scheiße. So, ja, ich habe jetzt Suicune im Team, dass ich jetzt gleich mal reinnehmen werde. Jetzt kann höchstwahrscheinlich nur Kryptoschlag. Das war wieder einmal mein Handy. Suicune, willst du mich verarschen? Beruhige dich. Soll ich jetzt direkt wieder heilen gehen oder wie? Was? Auch noch abgewehrt, gell? Nee, doch nicht. Die Augen explodieren. Oh, er hat noch Magnetilo, nein. Okay, gegen diesen Elektro-Typ habe ich echt nicht viel auszurichten. Ja, ich kann halt normal nicht auf Stahl einsetzen eigentlich. Ach man. Herr Vater hat Nachtara Synchro. Das wäre mir neu. Ich dachte, Psyana hat Synchro. So. Dann muss mal wieder Psyana alles übernehmen. Donner. Aber Psyana hält das locker aus. Deswegen mag ich Psyana. Wobei Psyana mit die langweiligste Evoli-Entwicklung ist. Die Krypto-Pokémon, deren Herzen wir versiegelt haben, sind schon lange weg. Du kannst dich abstammeln, wie du willst, aber unser Krypto-Pokémon-Plan wirst du nicht vereiteln können. Okay. Der UG-Schlüssel, wie unerwartet. So, jetzt kommt wieder einmal dieses sehr tolle Problem, dass ich eigentlich heilen gehen muss. Bis gleich. So, und schon bin ich wieder hier. Ich habe den UG-Schlüssel. Sind jetzt wirklich Untergeschoss? Vielleicht ist hier eine Treppe. Nein, hier ist jemand anders. Ihr dürft hier nicht einfach reinkommen. Das ist mir egal. Krypto-Knecht. Also ein Knecht ist sie ja schon, aber Krypto. Vielleicht ist es auch doppeldeutig gemeint. Das ist halt ein verkrypteter, nennt man das so, verkryptet? Ein verkrypteter Knecht. Wäre auf jeden Fall ein ziemlicher Plot-Twist. Aber die Überlegung wäre total unnötig. Ich sehe, dass Suicune erstmal aus dem Furio-Modus muss. Nee, muss es nicht. Und die Attacke war nicht schlecht.
Hört doch auf, immer alles abzuwehren. Warte, ist das Plan das wirklich größer? Das wäre ziemlich cool. Tschüss. Und noch das Kramorks. Das. Ich zum Glück nicht angegriffen habe. Konfusion hat keine Wirkung. Rückkehr könnte stark sein. So, bitte. Nee, es stirbt, es stirbt. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Es flieht. Ja, danke. Nochmal Glück gehabt. Ich rufe jetzt einfach weiter. Kann sowieso nichts machen. Warum hört es mich nicht? Ernst gemeine Frage, warum hört es mich nicht? Ich werfe einfach so einen Ball drauf. Timerball. Hätte sich vielleicht auch gelohnt. Ach ja, das hat ja keine anderen Attacken. Jetzt kann ich nur hoffen. Eins. Das ist dämlich. Das Teil müsste doch auch noch Kryptoschlag können, oder? Da hat schon so viel damit gekämpft. Dass Psyana tot ist, ist sehr traurig, aber es ist auch nützlich, weswegen ich diesen Tod verkraften kann. Wehe, du stirbst. Wehe. Mein Gott, hör doch auf! das rufe ich lieber. Setz ruhig Fliegen ein. Okay. Das sieht ja gar nichts ab. Also Blubstrahl machen. Rufen. Komm, geh auf Sudikun. Danke. Mega nie. Die Attacke ist ja nicht sehr effektiv, also. Rasierblatt. Rasierblatt und rufen. Machen wir mal Sonntag und rufen. Ja, alles klar. Rasierblatt und rufen. So, jetzt werde ich den Pokéball probieren. Nachdem ich beide noch mal eine Runde gerufen habe. Megani. Betone ich das eigentlich richtig? Megani, Megani. Kein Plan. Und das fliegt schon wie. Doch mal. Wait a minute. Who are you? Perfekt. Für dein Alter gehst du ganz schön zur Sache. Ich hoffe, das ist nicht zweideutig gemeint.
Und ich geh nochmal heilen. Ich frage mich aber, wie Urkus auf dem Pokémon-Globus einzuordnen ist. Man weiß ja von Sinnoh, wo es liegt ungefähr. Kanto weiß man. Johto weiß man. Höhen, glaube ich auch. Einal liegt sehr weit weg vom Rest. Bin ich auf einmal. Ach so. Alola liegt auch sehr weit weg. Ja. Oh Mann. Seit ich hier arbeite, habe ich mich immer um Pokémon gekümmert. Alles klar. Wo Kalos liegt, weiß ich nicht. Hier ist Betreten verboten. Wo Almia liegt, weiß ich nicht. Was gab es noch von den Pokémon Ranger, weiß ich nicht genau, wie die Regionen heißen. Muss ich eigentlich mal spielen, die Spiele. Also ich hatte eins mal gespielt, aber ich habe keinen Schimmer, wie man so schön sagt, welches Spiel das war. Aber ich hätte lieber. Bitter gräbt sich ein. Okay, Zubat ist tot. Und schon wieder ein Krypto-Pokémon. Aber Fostelka ist mir schon mal begegnet, oder? Mach mal so. Es ist verwirrt. Das ist sehr schlecht. Es bringt nichts. Es ist dadurch nicht einfacher zu fangen. Aber kannst du selbst besiegen. So, Fostelka, du kommst mit. Hoffe ich. So. Eins. Zwei. Drei. Nice. Das war doch mal ein schöner Kampf. Na gut, du kannst durch. Warum nicht gleich so? Bevor ich da durch kann. Okay, hier geht's überhaupt nicht mal lang. Wo bin ich jetzt gelandet? Mach ich den Kampf nach. Willkommen im Krypto-Pokémon-Labor. Oh, hier wollte ich schon immer mal hin. Wehe, du hast ein Pokémon, das ich mir jetzt noch fangen muss. Rehorn ist es bestimmt, oder? Ja, es ist Rehorn. Es ist Ariados. Gut zu wissen. Ich bin gerade wirklich ziemlich auf Risiko gegangen. Rehorn kribbelt sich ein. Komm. Mist. Ah, Mist. Okay, hätte sein können, dass es noch rauskommt. Hariyama tankt eigentlich nicht viel, soweit ich weiß. Kann ich jetzt Überwurf auf Rion machen und hier versuchen zu fangen. Das klappt doch super. Reptane ist leider das schönste Pokémon der Welt.
Okay, hier jetzt nicht, aber. Es tut mir leid, ich hätte es mir fangen sollen. Oh nein. Ich bin ein ziemlicher Lappen. Wieso habe ich es mir nicht gefangen? Okay, ich muss jetzt leider den Part beenden. Und damit, tschüss, ich gehe noch heilen.